Willkommen beim Tutorial für schnelle Kürbispizza. Die Zutaten: Kürbis, Mozzarella, Sahne, Zwiebel, Eier und Knoblauch, Basilikum und Petersilie, Oliven, Öl, Pfeffer, Salz, Cayennepfeffer und Fertigpizzateig. Gebt das Öl in eine Pfanne und erhitzt es auf dem Herd. Nun braten wir darin ein wenig die Zwiebeln und den Kürbis an. Nach ein paar Minuten pressen wir Knoblauch, Petersilie und Basilikum hinein und dünsten alles gemeinsam nochmal an. Jetzt wird die Masse noch gewürzt und dann zum Abkühlen zur Seite gestellt. Den Pizzateig können wir derzeit schon mal aufs Backblech legen. Auch er kommt jetzt nochmal zur Seite und den Ofen heizen wir nach Packungsanleitung vor. Verquirlt jetzt Sahne und Eier in einer Rührschüssel. Auch die Eimasse würzen wir eben kurz. Versucht beim Pizzateig einen kleinen Rand zu formen, damit nachher die Masse auch nicht aus dem Teig rausläuft. Auf den Bereich innerhalb des Randes gebt ihr jetzt die Kürbismasse. Und darüber jetzt vorsichtig und gleichmäßig die Eimasse verteilen. Und zum Schluss verteilen wir noch ein paar Oliven darauf. Jetzt muss nur noch der Mozzarella in dünnen Scheiben auf die Pizza gelegt werden. Und nun kommt die Pizza endlich in den Ofen. Wenn der Teig knusprig braun und der Käse verlaufen ist, könnt ihr die Pizza schneiden und lecker warm servieren. Ich wünsche einen guten Appetit!